Ja, Bewertung zum Spiel. Ich glaube, wir haben gegen einen starken Gegner heute gespielt. Offenbach ist nicht umsonst einer der Favoriten um den Aufstieg. Und es ist einfach so, dass die gegnerische Mannschaft seit Jahren schon zusammenspielt und meine Jungs erst seit 2 Monaten zueinander gefunden haben. Wir haben einen komplett neuen Kader, teilweise aus der Kreisliga, aus der Kreisklasse. Und diese Defizite haben wir heute gesehen. Also sprich, sowohl physisch als auch taktisch als auch technisch sind wir einfach hinten dran. Und wir brauchen einfach noch den ein oder anderen Monat, um uns auch diesem Niveau in der Hessenliga anpassen zu können. Ja, ich glaube schon. Also wir haben uns viele Chancen herausgearbeitet, besonders auf dem schweren Platz. Also wir waren das nicht gewohnt. Wir wussten, dass die Platzverhältnisse nicht optimal sind, aber defensiv haben wir besonders gut gestanden und offensiv haben wir die Chancenverwertung hätte man verbessern können, aber sonst haben wir uns gut Chancen herausgearbeitet und ich bin zufrieden. Ja, ich denke, wir haben von Anfang an ein gutes Spiel gemacht. Wir wussten, dass wir hier nicht so unseren Spielstil durchdrücken können, wie wir das uns eigentlich sonst immer erhoffen, weil die Platzbedingungen natürlich so sind, wie sie sind, aber die waren uns bekannt. Dementsprechend haben wir uns in der Trainingswoche auch auf diesen Platz und auf die Gegebenheiten eingestellt. Ich denke, wir waren sehr dominant. Uns kam das frühe Tor entgegen, was wir geschossen haben. Bei der Situation im 1 gegen 1 mit unserem Keeper haben wir ein bisschen Glück, glaube ich, dass er bis zum Ende noch auf dem Platz steht. Ja, ein Ball in die Tiefe von Maccabi, wo ich dann denke, dass ich rauskommen muss und den dann eben probieren, den Ball zu kommen, aber ihn eben erwische. Ob es vielleicht hätte Rot geben können, weiß ich nicht. Schiedsrichter hat mir Gelb gegeben, ich denke, ist noch leicht vertretbar. Ja, es ist in erster Linie ist es erstmal im Kopf. Ja, also wir arbeiten noch nicht gut genug gegen den Ball. Die Abstände stimmen nicht. Wir haben teilweise auf 50 Meter, 60 Meter zwischen dem Innenverteidiger und dem Stürmer. Da fehlen einfach Automatismen, die bei Offenbach einfach da sind. Ja, gerade dieses erste Tor zum Beispiel haben wir vorm Spiel angesprochen, weil ich Offenbach schon gesehen habe, dass sie diesen langen diagonalen Ball auf die linke Seite spielen. Und nach 5 Minuten ist das vergessen, ja, und kassieren dann halt dadurch dieses Tor. Also es ist einfach so ein bisschen mentale Sache und natürlich auch, es ist auch Technik. Ja, also Ball an und Mitnahme, das sind alles so Kleinigkeiten, die dann am Ende entscheidend sind.